Heute schauen wir uns eine der Pegasus-Neuheiten vom Herbst 2018 an. Crown of Emara vom Autoren Benjamin Schwer. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu dieser Spielvorstellung und Regelerklärung von Crown of Emara vom Autoren Benjamin Schwer beim Pegasus Verlag erschienen bzw. kommt zur Spiel 2018 in den Handel. Eine der Kennerspiel-Neuheiten 2018. Wir konnten es ja schon auf dem Pegasus Pressetag in Friedberg spielen und es hat uns da schon recht gut gefallen. Jetzt hatte ich es auf dem Tisch, ich habe die Regeln für euch parat, ich habe sie für euch vorbereitet und wie sich das Ganze spielt, das zeige ich euch jetzt und dann sehen wir uns zu einem kurzen Fazit wieder. Und willkommen zur Regelerklärung von Crown of Emara. Wir versuchen als Spieler die Krone Emaras an uns zu reißen, wobei das klingt jetzt schon wieder negativ. Wir versuchen in der Gunst des Königs zu stehen, um so sein würdiger Nachfolger zu werden. Und wie funktioniert das Ganze? Ich habe hier schon mal ein bisschen das Spiel vorbereitet. Wir haben zum einen ein Stadttableau, was sich aus 4 einzelnen Bereichen zusammensetzt, sowie ein Landtableau, was sich auch aus 4 Bereichen zusammensetzt. Beides wird zu Beginn des Spiels beliebig zusammenkonstruiert, also ihr könnt es einfach hier so ineinander rein, aneinander stecken. Hat den großen Vorteil, die Varianz ist hoch, allerdings lässt sich es natürlich auch teilweise sehr leicht verschieben auf dem Tisch. Des Weiteren legt ihr auf das Landtableau entsprechend die Ressourcen, hier beim Getreide, das Getreide am Fluss, das Tuch, im Steinbruch die Steine, im Wald das Holz und das Brot könnt ihr hier auch auf einem der Felder bereitlegen. In der Stadt bereitet ihr es wie folgt vor. Ihr legt im Bereich Baustelle, das ist hier mit Säge und Schaufel, legt ihr diese Rädchen hier auf und das ist wichtig, die gibt es in 2 Seiten. Einmal ist hier 2 Spieler und 3 Spieler Symbol aufgedruckt, wenn ihr zu zweit oder zu dritt spielt. Nehmt ihr also diese Seite, wenn ihr zu viert spielt, nehmt ihr die andere Seite. Ich habe jetzt hier ein 3-Spieler-Spiel tatsächlich vorbereitet, deswegen liegt hier schon alles genau richtig. Entsprechend auch hier für diese graue Scheibe. Wichtig, die wird immer nachher heruntergedreht. Am Schluss wird sie entnommen, wenn quasi das die letzte Zahl erreicht ist und dann gibt es nur noch den hier abgedruckten Bonus. In der Kirche legt ihr die Bücher bereit, ihr legt auch hier diese Blättchen bereit, die dann später entsprechend gedreht werden. In der Burg legt ihr entsprechend die Siegelringe bereit, die liegen einfach hier irgendwo drauf, wo Platz ist. Wichtig ist auch, Geld, Siegelringe und Bücher sind Ressourcen, die nicht ausgehen, also sollten die tatsächlich ausgehen, die gehen nicht aus, dann behelft euch da an dieser Stelle. Und auch hier diese Blättchen entsprechend auf die vorgefertigten Positionen. Auch die gibt es in 2 Seiten. Hier wieder vorbereitet für 3 Spieler. Auf dem Markt legt ihr die Münzen bereit. Und dann gibt es hier noch diese Beraterkarten. Ja, diese Beraterkarten, die haben hier unten einen kleinen Buchstaben in der Ecke, den mit A und B. Ihr mischt die ganzen Beraterkarten mit A, teilt die zufällig hier aus auf diese ganzen Felder, die hier frei sind. Die restlichen Beraterkarten A kommen aus dem Spiel. Die Beraterkarten B werden gemischt und als offener Stapel bereitgelegt. Wichtig auf der anderen Seite ist einfach in Englisch, das heißt, wenn ihr die umdreht, das macht quasi keinen Unterschied, das heißt, ihr seht, was als nächstes kommt. Zusätzlich gibt es noch die Ereigniskarten, auch diese werden gemischt und bereitgelegt und diese bestimmen auch, wie wir am Anfang starten und wie die Häuschen starten, denn das Wichtige ist, wir sammeln quasi Bürgerpunkte, das sind hier diese Männchen, die auf dieser Leiste von 0 ab nach oben laufen. Und dann sammeln wir zusätzlich noch Gebäudepunkte. Und natürlich wollen die Bürger auch entsprechende Gebäude haben. Das heißt, es geht einfach auch darum, dass für alle Bürger genügend Wohnraum zur Verfügung steht. Das ist natürlich aktueller denn je. Hier steht ganz klein abgedruckt, ich blende es euch noch in groß ein, eine 35. Das bedeutet, unsere Häuschen starten bei 35 und unsere Bürger starten sowieso immer bei 0. Und dann gibt es hier noch immer einen Bonus in dieser Runde. Auf die gehe ich dann noch entsprechend ein, kurz nachher im Schnelldurchlauf. Und es gibt hier oben aber auch noch die Stadtfelder. Wir bestimmen zufällig, wer Stadtspieler wird, der bekommt diesen coolen Marker und
stellt den vor sich ab. Bei uns ist das jetzt einfach mal der grüne Spieler und dann spielen wir einfach von rechts nach links durch. Hier ist jetzt ein Holz abgedruckt, das heißt, dieser Spieler nimmt sich eine seiner Ratsfiguren und stellt die hier auf den Wald. Des Weiteren ist hier noch der Markt abgedruckt, der Geldsack, das heißt, die zweite Ratsfigur kommt hier auf den Markt. Die anderen Spieler folgen reihum im Uhrzeigersinn, das heißt, die positionieren ihre Ratsmitglieder entsprechend. Nun erhält jeder Spieler noch den Bonus, also quasi die, als Bonus die Ressource des Feldes, auf dem er steht. Das machen wir jetzt mal hier kurz. Jeder Spieler bekommt noch 4 Handwerker und die werden auf das Spielertableau hier oben drauf gestellt. Jeder Handwerker, den wir im Laufe des Spiels einsetzen, bringt uns Bürgerpunkte. Der erste einen, der zweite 2, der dritte 3, der vierte 4. Des Weiteren legen wir hier noch die Adelskarten aus. Dafür gibt es hier ein extra Tableau. Das ist zuerst der Baron, der Graf, der Fürst, der Markgraf und der Herzog. Diese erwerben wir in aufsteigender Reihenfolge. Und das Wichtige ist, zuerst oben auf müssen die Karten, die die meisten Punkte bringen und dann absteigend sortiert. Es kann jeder die Karten bekommen, aber die werden immer weniger Bürgerpunkte tatsächlich wert. Das heißt, die möchte man früh bekommen. Des Weiteren erhält jeder Spieler ein Set aus 9 Karten. Die sind bei allen Spielern komplett identisch. Und dann können wir eigentlich auch jetzt schon losspielen. Was hat es mit dieser Rundenaktion noch oder mit diesem Rundenbonus auf sich? Ja, möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Jedes Mal, wenn wir hier eine Abgabe in der Burg leisten, wie das genau aussieht, darauf komme ich noch zu sprechen, gibt es 3 Bürgerpunkte für uns zusätzlich. Das heißt, das ist natürlich für diese Runde sehr lukrativ. Gespielt wird wie folgt. Wir mischen unsere neuen Karten. Dieser Kartenstapel von 9 Karten wird genau 2-mal durchgespielt. Pro Spielrunde erhalten wir 3 Karten. Das heißt, es wird 6 Runden gespielt. Mit jeweils 3 Aktionen. Unser Spielzug ist denkbar einfach. Von unseren 9 verschiedenen Aktionskarten haben wir 3 Stück auf der Hand. Diese 3 spielen wir über eine Runde entsprechend aus. Das heißt, wir legen die hier an, erhalten einen entsprechenden Bonus und bewegen einer unserer Ratsmitglieder. Und zwar um die genau hier abgedruckten Punkte. Das heißt, wir können hier auch nicht verteilen. Wir müssen uns entscheiden, entweder auf dem Land oder in der Stadt. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Aktionen, die möglich sind auf dem Land und in der Stadt. Was für Möglichkeiten haben wir in unserem Zug? Wir können Ressourcen bekommen wie Tuch, Getreide, Holz, Stein. Oder aber einen Siegelring. Wir können aber auch einen zusätzlichen Bewegungsschritt ausführen. Auch der ist ziemlich cool. Wenn ich den jetzt zum Beispiel hier anlege, kann ich mit einem Ratsmitglied erst einen Schritt gehen und dann entweder mit dem gleichen oder mit dem anderen einen weiteren Schritt. Schön ist auch diese Aktion, die mir es erlaubt, meine Handwerker günstiger einzusetzen, denn ich zahle eine Ressource weniger oder aber ich darf eine dieser Karten erwerben und bezahle eine Ressource weniger, als darauf abgedruckt ist, als Kosten. Diese Karte ermöglicht mir, eine Ressource gegen ein Geld zu tauschen, was quasi wie eine Joker-Ressource auch gehandhabt werden kann. Oder aber 3 Ressourcen gegen 2 Geld. Auch wenn das schwach wirkt, manchmal kann man es tatsächlich gebrauchen im späteren Verlauf des Spiels. Und diese Karte zu guter Letzt erlaubt mir, eine Aktion in einem Stadtviertel auszuführen. Und das muss natürlich nicht dann besetzt sein durch mein Ratsmitglied. Das heißt, ich dürfte auch diese Bewegung theoretisch auf dem Landtableau machen und dann in der Stadt eine entsprechende Aktion ausführen. Kommen wir nun zu den Aktionen auf dem Land. Ich habe die Möglichkeit, mein Ratsmitglied hier im Land wandern zu lassen und die entsprechenden 4 Ressourcen hier einzustreichen. Das heißt, beim Ausspielen meiner Karte dürfte ich zum Beispiel hier mein Ratsmitglied nun 2 Felder bewegen, dann würde ich hier einen Stein erhalten für meine Karte und einen Stein hier für mein Ratsmitglied. Und dann gibt es ja noch die Zusatzaktionen, mit denen wir entweder Berater anheuern können oder unseren Adelstitel entsprechend aufwerten oder aber wir können Handwerker einsetzen. Und Handwerker einsetzen, dafür gibt es hier abgedruckte Kosten auf diesen Hütten. Und das heißt, wir müssen, wo unser Ratsmitglied steht, entweder vor unserer Bewegung oder nach unserer Bewegung, entsprechend die Kosten hier drauf abgeben. Das heißt, ich würde hier ein Getreide und ein Holz abgeben, in diesem Fall Getreide und Holz, und würde dann das erste meiner
ja, Handwerkerlein hier draufstellen. Das heißt, in Zukunft habe ich hier einen Zusatzbonus und das ist der hier abgedruckte. Ich würde also für diesen Handwerker entweder einen zusätzlichen Stein bekommen, wenn mein Ratsmitglied vorbeikommt, oder ich dürfte ein Getreide in ein Brot umwandeln. Ich erhalte auch hierfür sofort einen Siegpunkt bzw. einen Bürgerpunkt, um entsprechend auch auf der Leiste vorwärts zu gehen. Es gibt keine Begrenzung, wie viele Handwerker ich in einem Gebiet haben darf. Ich muss die nicht gleichmäßig verteilen. Die dürfen auch zu zweit oder tatsächlich zu dritt drauf sitzen. Natürlich ist es dann für mich besonders lukrativ, wenn ich hier drauf komme. Oder stellen wir uns vor, das wäre tatsächlich hier beim Getreide der Fall. Dann könnte ich zwei Getreide nehmen und diese zwei Getreide direkt in Brot umwandeln. Das ist natürlich mächtig, weil für Brot gibt es in der Stadt viele Punkte. Und das zeige ich euch jetzt bei den Stadtaktionen. Ich bin ja schon auf eine der Zusatzaktionen eingegangen, nämlich auf das Setzen von unseren Handwerkern. Und ich habe die jetzt alle mal gesetzt gehabt. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, entsprechend Beraterkarten anzuwerben. Diese Beraterkarten befinden sich in der Stadt und sind in jedem, ja, Viertel der Stadt jeweils zwei Stück am Anfang. Da gibt es auch ganz viele verschiedene tatsächlich. Ich zeige die euch hier mal. Die bringen immer einen Sofortbonus und noch einen zweiten Bonus. In manchen Punkten tatsächlich auch nur einen einmaligen Gebäudebonus oder Bürgerbonus. Die sind relativ unterschiedlich und diese haben auch immer hier oben abgedruckte Kosten. Ihr könnt da, wo euer Ratsmitglied steht, immer jederzeit in eurem Zug, wenn ihr es euch leisten könnt, eine der Karten anwerben. Und dafür zahlt ihr hier oben die abgedruckten Kosten, bekommt den Sofortbonus und dürftet jetzt in diesem Falle auch noch einmal für eine Abgabe eines Tuches 5 Siedlungspunkte bekommen und einen Bürgerpunkt abgeben dafür. Das kann tatsächlich auch sehr interessant sein. Also da immer einen Blick drauf werfen, ob die denn gerade interessant sind für euch. Und die dritte Möglichkeit sind diese schicken Adelskarten. Ja, unter Abgabe von Siegelringen und später mehreren Siegelringen und auch Münzen zusätzlich könnt ihr euch Adelstitel erwerben. Und zwar auch einen in jedem Zug. Das ist quasi eine der Zusatzaktionen. Und ihr müsst nacheinander vorgehen, das heißt, zuerst werdet ihr Baron, im Anschluss Graf, dann Fürst. Jedes Mal müssen natürlich die entsprechenden, ja, Privilegien abgegeben werden, das heißt, diese Siegelringe hier und das Geld. Und da kommt man gar nicht so leicht dann dran, auch wenn man im Prinzip zweimal im Spiel auf jeden Fall einen Siegelring erhält. Das heißt, ich sag mal, mindestens Graf muss man eigentlich schaffen, wenn nicht sogar den Fürsten. Für das Erlangen eines entsprechenden Adelstitels gibt es entsprechend Bürgerpunkte und das Wichtige ist, die sind im Laufe des Spiels immer weniger wert, ihr seht es hier, ja, beziehungsweise die höheren sind viel wert und dann steigen die Punkte langsam ab. Das merkt ihr hier, wenn ihr den Herzog schafft, 21, 17, 14, 12, wenn also ein Spieler den Herzog schafft, die anderen es aber nicht und der Spieler auch noch viel Gebäude baut, dann hat er es natürlich sehr, sehr gut gemacht. Und hat dann natürlich auch einen entsprechenden Vorteil erwirken können. Ihr seht hier nun im Detail die Aktionen auf dem Stadtspielplan. Der wird ja zufällig zusammengestellt und ich gehe jetzt einfach mal mit euch die Möglichkeiten durch, die hier im Spiel möglich sind. Abhängig davon, wo meine Ratsfigur tatsächlich gerade steht, darf ich die entsprechenden Aktionen ausführen. Wichtig ist, wenn mehrere darauf abgebildet sind, so darf ich auch mehrere tatsächlich ausführen, allerdings jede nur einmal. Wir fangen hier an in der Kirche. In der Kirche opfert man quasi eine Warensorte und zwar immer so viel, wie hier drauf abgedruckt ist. Unter Abgabe eines Tuches würde ich nun also diesen Marker auf 2 drehen, das heißt, der nächste Spieler muss schon mehr Opfergaben bringen und dafür würde ich hier ein Buch erhalten. Und von diesem Bonusblättchenstapel, den wir am Anfang gemischt und bereitgelegt haben, 3 Blättchen, wovon ich mich für eines entscheide, was mir einen Bonus bringt, wenn ich dann eine dieser Ortsaktionen ausführe und die anderen beiden lege ich offen auf den Ablagestapel. Sollte keine Blättchen mehr da sein, wird diesen Ablagestapel einfach neu gemischt. Das zweite, ja, Ortsfeld
in der Stadt ist hier die Burg. In der Burg können wir die erworbenen Bücher gegen 5 Baupunkte eintauschen und wir können auch hier Opfergaben bringen. Und diese Opfergaben bringen uns hier bei einem dieser Siegelringe. Diese Siegelringe brauchen wir natürlich, um entsprechende Adelstitel zu erwerben. Ob wir Baron werden, dann Graf, Fürst, Markgraf, Herzog, das Ganze auch entsprechend in dieser Reihenfolge. Am Markt haben wir jetzt schon mehr Aktionen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, eine beliebige Warensorte gegen ein Geld einzutauschen. Geld ist Joker und bringt uns damit ziemlich viel. Oder aber, beziehungsweise und, Bücher einzutauschen. Und zwar ein Buch gibt es 3 Bürgerpunkte für 2 Bücher gibt es dann schon 6 und so weiter bis 5 Bücher mit 21 Bürgerpunkten. Das ist schon ganz schön mächtig. Die letzte Möglichkeit ist hier der Bauplatz, wo wir bauen. Und hier geben wir zum Beispiel einen Stein ab, erhalten dafür 5 Gebäudepunkte, das ist das Häuschen, und dazu die hier abgetragene Anzahl an Bürgerpunkten und die wird immer, wenn es einmal genutzt wurde, quasi nach unten gedreht, das heißt von Runde zu Runde wird es weniger. Sollten wir am Ende ankommen, wird es entfernt, die Scheibe, und es gibt nur noch den darunter abgedruckten Bonus. Genauso verhält es sich hier mit den Broten. Wir dürfen 1 bis 3 Brotlaibe abgeben und erhalten pro Brotlaib die hier abgedruckten Punkte. Auch dann wird nach unten gedreht und wenn wir an der 4 angekommen sind, geht es hier auf eine feste 3. Die gibt es dann immer. Die dritte Aktion hier beim Bauen, ihr merkt, da ist viel möglich. Für ein Holz 5 Gebäudepunkte oder für 3 Holz 10 Gebäudepunkte. Das heißt, natürlich ist mehrfach ein Holz besser unterm Strich als einmal 3 Holz rein vom Ding her. Aber wir führen diese Aktion vielleicht gar nicht so oft durch und dann muss man da drauf spielen, weil man darf das nur einmal machen. Deswegen steht auch hier jeweils eine einmal vor diesen Aktionen. Kommen wir noch zur Schlusswertung. Und zwar, bevor wir anschauen, welche Punktzahlen wir erreicht haben, haben wir noch die Möglichkeit, unsere übrigen Ressourcen abzugeben. Für diese Bonusplättchen, für die nicht genutzten, sowie auch für jeweils ein Gold, für ein Buch und für ein Brot, können wir einen Bürgerpunkt oder einen Gebäudepunkt erwirken. Des Weiteren wäre es auch möglich für 2 Ressourcen, 2 beliebige, die müssen nicht gleich sein. Ein Siegelring bringt uns am Ende des Spiels tatsächlich sogar 2 Bürgerpunkte oder 2 Gebäudepunkte oder aber jeweils einen, je nachdem wie es uns beliebt. Und dann schauen wir, wer dann tatsächlich die meisten Punkte hat, beziehungsweise die meisten Bürger mit Dach über dem Kopf, und dieser Spieler gewinnt dann das Spiel. Und stellen wir uns vor, die Schlusswertung ist gemacht, ihr habt nochmal die Punkte für eure übrigen Ressourcen und alles bekommen und jetzt könnte es so aussehen. Das wäre jetzt der Endstand. Wer hat denn nun gewonnen? Ja, der grüne Spieler, er hat 64 Bürger, haben bei ihm ein Dach über dem Kopf, aber er hat 78 Bürger. Das heißt, er würde hier mit 64 Punkten nach Hause gehen. Der blaue Spieler hat genügend Häuser gebaut, hat allerdings 69 Häuser, aber nur 63 Bürger. Das heißt, er hätte 63 Punkte, während der gelbe Spieler 67 bzw. 66 Bürger hat, also 67 Häuser, 66 Bürger. Ihr bekommt quasi nur Punkte für Bürger, die auch ein Zuhause haben. Und dann ist das Spiel gelaufen, ihr wisst, wer nun gewonnen hat, in diesem Fall der gelbe Spieler mit 67 zu 64 zu 63. Vereinfacht gesagt, ihr könnt auch sagen, immer der hintere Marker entscheidet über die Punkte. Und ihr wisst ja, die Punkte, wo die Häuser starten, sind variabel von den Karten. Mal ist es die 35, das könnte aber auch sein, dass die Häuser auf 40 starten oder dass die Häuser viel weiter hinten starten. Denn entschieden wird das auch zufällig hier zu Beginn des Spiels und zwar abhängig von dieser kleinen Zahl, die hier drin steht. Das wäre 30, 35, 25, 40 und hier auch sogar im schlimmsten Falle 20. Das heißt, auch hier ändert sich jedes Mal ein bisschen das Spiel. Und nun kommen wir zu einem kleinen abschließenden Fazit zu Crown of Imara. Ja, kommen wir nun zu einem kleinen abschließenden Fazit. Ich war vor dem Pegasus-Presse-Event, als ich das erste Mal von Crown of Imara gehört habe, so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite Kennerspiele,
kommen bei mir eigentlich meistens relativ gut an, auch in meiner Gruppe, gerade wenn ich familiär spiele, dann passt das doch meistens so vom Schwierigkeitsgrad auch für einen gemütlichen Abend. Da möchte man sich nicht zu arg anstrengen, möchte aber auch nichts zu Seichtes spielen. Und auf der anderen Seite, ein Autor, der bislang mehr Kinder- und Familienspiele gemacht hat, der sich ins Kennerspiel, ja, Genre traut, da war dann doch so ein bisschen für mich, oh, ob das passt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es passt wirklich. Crown of Imara ist ein Kennerspiel, wie man es sich vorstellt. Das passt alles genau. Die Regeln sind eingängig. Die Varianz ist einfach hochgehalten in diesem Spiel. Wir haben den variablen Spielplan. Wir haben die unterschiedlichen Startpositionen mit den entsprechenden Startressourcen. Wir haben auch diese Beraterkarten, die jedes Mal unterschiedlich sind, die in unterschiedlicher Reihenfolge kommen können. Auch die Erstauslage mit 8 Stück, die eine hohe Varianz tatsächlich mit sich bringen. Wir haben zusätzlich dann auch noch die Varianz in diesen Kärtchen, die wir in der Kirche erwerben können, diese Plättchen. Wir haben einfach viele, viele, viele kleine Stellschrauben in diesem Spiel. Das muss man sich einfach auch vor Augen führen. Und dann funktioniert es auch noch solo. Es funktioniert einfach, ja. Es macht Spaß, da seine Punktzahl nach oben zu treiben, nach oben zu treiben. Das kann man natürlich auch schön als Übungszweck nutzen, um dann auch in der Gruppe besser abzuschneiden. Ich habe jetzt ein paar Partien solo gespielt. Ich habe es auch nochmal gespielt nach dem Pegasus-Pressetag. Aber schon beim Pegasus-Pressetag dachte ich so, das stimmt, das ist stimmig. Es hat sich zwar so angefühlt, als wäre da nichts großartig Besonderes, aber es stimmt einfach alles. Auch diese Möglichkeiten, dass man sich gegenseitig diese Adelstitel streitig macht und die höheren Punktzahlen bekommt. Auch, dass man die Bürger mit einem Dach über dem Kopf nur die Punkte bringt und einem das nichts bringt, wenn man da jetzt bei den Bürgerpunkten davonprescht oder bei den Gebäudepunkten davonprescht, sondern dass die zusammenbleiben müssen. All das ist stimmig, das greift gut ineinander und das macht auch wirklich Spaß. Mir macht dieses Spiel tatsächlich sehr viel Spaß. Das macht alles richtig. Die Varianz groß genug, dass der Wiederspielreiz da bleibt. Und dann noch so Liebe zum Detail, der zweiseitige Spielplan, der einfach auf der Rückseite nochmal sehr reduziert, sehr nüchtern ist, wo man nur die Symbole im Mittelpunkt hat und der Rest einfach so pastelldezent gehalten ist. Auch das nochmal, so ein kleines Add-on. Dann kommt einfach noch dazu, dass die Ressourcen alle schön irgendwoher geklaut sind, wollte ich jetzt schon sagen. Nein, dass man die Ressourcen woanders her kennt. Dass die zum Beispiel von Lookout ausgeliehen wurden oder von Hans im Glück, ja, dass einfach da auch dann in der Anleitung drinsteht, vielen Dank für die Ressourcen, die sind übrigens aus folgendem Spiel von der Art und Weise. Auch es greift einfach gut zusammen, schöne Grafik, schöne Aufmachung, wertiges Material, ordentlich Holzzeug dabei, ja, und klar, die Karten sind ein bisschen klein, das könnte man jetzt als Kritikpunkt aufführen, es passt aber, weil ansonsten braucht man zu viel Platz auf dem Tisch tatsächlich. Und ich dachte am Anfang, als ich die Regel erklärt bekommen habe beim Pegasus-Pressetag, das wirken wir ein bisschen zufällig. Ich bekomme zufällig 3 von 9 Karten, die ich dann noch anordnen muss. Kann ich da überhaupt das Optimum rausholen? Ja, weil man kann damit planen. Man weiß, wenn man die Karten kennt, weiß man genau, was in Runde 3 und was in Runde 6 kommt. Das heißt, man kann in Runde 2 mit Runde 2 und 3 planen, man kann in Runde 5 mit Runde 5 und 6 planen. Das ist dann ganz schön interessant. Aber da sind wir genau wieder hier beim Kennerspiel. Wir sind eben nicht bei einem Familienspiel, sondern bei einem Kennerspiel. Und genau deswegen, weil man braucht dieses Abwägen. Ansonsten ist man einfach hoffnungslos verloren, weil man es nicht gebacken bekommt. Man hat auch diese Möglichkeit, 1, 2, 3 Schritte zu laufen. Auch das finde ich schön, weil dadurch, und man muss die ja komplett ausführen, ja, man kann sie nicht verteilen, nicht verfallen lassen. Das heißt, dadurch hat man ganz einfach auch diesen Kniff, man muss aufpassen. Man muss aufpassen und es vorher durchplanen. Und das macht Spaß. Und das Ganze in 45 bis 75 Minuten, das passt von der Spielzeit. Wir haben selbst bei der Erstpartie keine 60 Minuten gebraucht. Und das hat sich auch danach jetzt gezeigt, dass man die Zeit, dass das passt. Ja, es ist ein schönes Kennerspiel für die Zeit. Und ich habe das auch schon bei Paper Tales sehr, sehr lobend erwähnt. Ein Spiel, was Tiefgang hat, was Varianz hat, was Wiederspielreiz bietet, in der Spielzeit von 45 bis 60 Minuten zu pressen, ist mega gut. Ja, weil wir haben oft auch Spieleabende in meiner Spielrunde. Und ich glaube, da geht es vielen da draußen ähnlich oder genauso. Wir haben das oft so, dass wir fertig sind mit einem großen, epischen Spiel, was irgendwo 2, 3 Stunden gedauert hat.
Und dann möchte man noch irgendwas spielen, bevor man auseinandergeht. Und zwar was so im Idealfall nicht länger als 45 Minuten dauert. Vielleicht auch mal noch 60 Minuten. So, Crown of Imara. Ich bin mir sicher, inklusive Regelerklärung, das zu packen mit erfahrenen Spielern innerhalb von 45 bis 60 Minuten. Inklusive Regelerklärung unter einer Stunde. Für 3 oder 4 Spieler. Bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Und dann ist es genau das Richtige. Dann ist es nämlich ein komplexer Absacker. Warum sage ich jetzt Absacker? Ne, wir haben echt teilweise das Problem, dass wir Spiele suchen, die unter einer Stunde spielbar sind, aber möglichst viel mitbringen, ja? Möglichst viel Spiel in kurzer Zeit. Und da passt Crown of Imara wieder genau richtig. Es ist ein typisches Kennerspiel, wie es die Familien im gehobenen Bereich mögen. Das ist genau das. Schönes Material, schöne Grafik, gute Regeln. Gut illustriert auch von der Ikonografie, dass es eingängig ist. Und dann haben wir hier noch die englische Spielanleitung tatsächlich mit drin. Das heißt, ihr bekommt Besuch aus dem europäischen Ausland oder ihr habt Freunde, die hier leben, die vielleicht gerade dabei sind, Deutsch zu lernen. Dann könnt ihr auf Englisch mithelfen. Auch das ist ein charmanter Punkt. Und Pegasus möchte ja viele Spiele eben zweisprachig rausbringen. Und das ist auch was, wo ich sage, das ist ein guter Ansatz, das macht Spaß. Das ist auch schön. Ich habe schon Spielerunden gehabt, wo wir dann tatsächlich auf Englisch zurückgreifen mussten bei der Spielerklärung. Und dann ist es einfacher, wenn die Anleitung schon auf Englisch drin liegt, fällt auch dem Spielerklärer dann leichter. Crown of Imara, ein für mich tolles Spiel aus dem Kennerspielbereich dieses Jahrgangs. Und es wird bestimmt noch häufiger auf den Tisch kommen. Und das einzige Haar in der Suppe, das ich finden kann, der Spielplan ist zwar cool gemacht mit dem Modularen, aber vielleicht wären da richtige Puzzleteile besser gewesen, dass er nicht so leicht verrutscht. Aber das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, der mir bislang beim Spielen aufgefallen ist. Ansonsten macht es als Kennerspiel genau das, was es soll, und das macht es gut. Und jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr es auf eurer Liste für Essen? Wäre das was für euch? Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare und dann bin ich gespannt, was ihr auch zu unserem Solo-Let's Play oder meinem Solo-Let's Play sagt. Das kommt morgen, seid also gespannt drauf. Morgen Solo-Let's Play Benny Plays Crown of Imara. Viel Spaß beim Spielen, macht's gut und auch viel Spaß auf das Spiel in Essen und wir sehen uns hoffentlich bald. Ciao!